Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Ich habe jetzt in die Hand die Schnittlauchblüten. So wunderschön blühen die und locken die Insekten in meinen Garten und Bienchen. Aber ein bisschen nehme ich auch was für die Küche. Nicht alles aber. Und jetzt fängt gerade den Schnittlauch zu blühen und ich möchte gerne euch rechtzeitig mal ein paar Rezepte zeigen. Was kann man mit dieser wunderbaren, schönen Blüte machen? Die sind wirklich sehr gesund. Den Schnittlauch kann man sogar sagen, zu Heilkräuter kann man ihn nehmen, weil Schnittlauch hat wirklich unglaublich viel Vitamine. A, B, C, E, hat Vitamin K. Den Schnittlauch hat mehr Vitamin C als Apfel. Wusstet ihr das? Hat er Folsäure, hat Kalium, Magnesium, Kalzium. Ist wirklich ein wunderbarer Kraut, Gewürz und überhaupt eine schöne Pflanze im Garten. Diese Pflanze hat wirklich sehr positive Auswirkungen auf unseren Körper. Er senkt unser Cholesterin, hilft bei dem Blutdruck, Blutzucker. Es ist leicht entzündungshemmend. Wenn man erkältet ist, kann man besser mehr essen. Dann ist der Schleim lösen. Es ist wirklich eine wunderbare Pflanze. Natürlich, die, welche haben allergische Reaktionen auf Lauchpflanzen oder die, welche haben Histamin, die dürfen das leider nicht essen. Und wenn, dann ganz in minimalen Mengen. Einfach so wie sozusagen ein normaler, gesunder Mensch kann sogar eine ganze Handvoll von den Blüten essen, dürfen die Menschen eigentlich nicht in sich annehmen. Nur ein kleiner Tipp. Aber ich glaube, wer sowas hat, weiß selber, was er darf und was er nicht darf. Diese Blüten kann man auch schön einfrieren. Eine super Dekoration dann im Winter für die Salate und so weiter. Und wir werden heute Butter machen aus diesen Blüten und stellen wir auch noch ein bisschen Essig. Ich zeige euch heute in ganz kleineren Mengen, weil mein Schnittlauch beginnt gerade zu blühen und ich möchte nicht unbedingt komplett alles jetzt abschneiden. Ich habe mir gestern aus dem Garten nur einfach ein paar Blüten geholt, euch zu zeigen, dass ihr das Zeit nicht verpasst und verblüht und dann haben wir dann nur die Samen. Für den Butter nehmen wir nur die Blüten, weil diese Stängel ist ziemlich so fest, hart, ist schlecht zum Kauen und eher etwas so bitter. Den Stiel können wir für den Essig verwenden. Deswegen nehmen wir die Blüten für den Butter, Rest nehmen wir für den Essig, aber natürlich für den Essig auch ein paar solche Blüten auch schön reinzumachen. Das Essig wird dann so ein leicht rosa in Violett. Natürlich kommt darauf, wie viel davon gibt ihr. Und die Schnittlauch, er hat auch manche so ein kräftige Lila, die manche gehen in etwas so hellere Ton. Dann wird das natürlich beeinflussen, die Farbe von dem Essig. Für den Essig zubereiten nehme ich meinen eigenen Apfelessig. Das ist noch Gläschen von 22. Den werde ich jetzt verwenden für meinen Schnittlauch. Und für den Butter nehme ich nur die Hälfte von Päckchen. Brauchen wir noch ein bisschen Zitronensaft. Und nach Bedarf oder wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch von der Zitrone Abrieb machen. Und dann auch Knoblauch oder frische Knoblauch. Ich werde heute einfach ein bisschen von der Knoblauchpaste verwenden. Dann ein bisschen anwürzen mit Salz und Pfeffer und fertig ist. So, liebe Freunde. Wir fangen jetzt unsere Butter zu bereiten. So, für die Butter zu bereiten, wie gesagt, nehme ich nur die Hälfte. Wenn ihr dann mehr Blüten habt, dann werde ich mir noch mal machen und auch einfrieren. Nehmen wir nur die Hälfte und werden wir so ein bisschen so zerdrücken auf dem Teller. Dann habe ich noch mir vorbereitet hier ungefähr so 6-7 Stück von dem Schnittlauch auch und werde das klein schneiden.
Das sind die aber nicht die Stiele. Das ist dann richtige Schnittlauch. Können wir gleich zu der Butter geben. Und nehmen wir so, für ganze Stück Butter brauchen wir ungefähr so 20 Blüten. Dann wird es ausreichen. Ich nehme jetzt 10 Stück und mache nur dann die Köpfe ab. Das hebe ich dann für den Essig. So, habe ich jetzt 10 Stück und werde jetzt von den Blüten, oder ihr könnt auch in so einem Mixer das klein machen, aber ich finde, das ist nicht notwendig. Einfach werden wir die Blüten verzupfen. Einfach so. Das geht wirklich einfach. Die untere Teil, wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr sogar abmachen. So, und werden wir das jetzt auch nochmal verdrücken. Wenn ihr jetzt sozusagen gleich für heute es vorbereitet oder für morgen, könnt ihr dann auch ein paar so frische lassen und noch auf dem Butter, wenn ihr das in die Schälchen reinmacht, einfach zum Deko machen. Sieht auch dann hübsch aus. So, dann geben wir Zitronensaft, in meinem Fall angefrorene Zitronenwürfel, aber so nach Geschmack. Gebt ihr noch ein bisschen. Und dann, wenn ihr das zerdrückt, probiert ihr, ob das ist euer Geschmack. Dazu geben kann man immer, aber rausnehmen geht das schlecht. Und dann gebe ich auch noch ein bisschen von der Knoblauchpaste. Oder wie gesagt, so 2-3 kleine Knoblauchzehe geht auch. Gleich Prise Salz, nicht viel. Aber kann man auch probieren und noch dazu geben. Und dann Pfeffer oder Paprikapulver kann man dazu geben. Es geht wirklich sehr schnell. Und einfach wieder noch alles gut verdrücken. Ich habe jetzt keine frische Zitrone im Haus, irgendwie nicht aufgepasst. Und angefrorene habe ich auch gemerkt, nicht nur die Zitronenwürfel. Deswegen habe ich jetzt nur Saft geben, sonst kann man auch Abrieb machen für noch mehr Geschmack und riecht dann auch sehr schön. Jetzt können wir es probieren ein bisschen, wie es das schmeckt. Perfekt. Kein Zitronensaft mehr, kein Salz, nichts. Jetzt können wir das alles schön in die Formchen reinmachen oder es kann man auch in die Spritze reinmachen und dann ausdrücken auf einen Teller, in den Gefrierschrank reinstellen, einfrieren lassen und danach, wenn es jetzt richtig hart wird, einfach abmachen und eine Dose aufbewahren. Dann kann man es schön bei dem Buffet auch aufstellen, dass es auch sieht dann hübsch. Oder nimmt man Pommchen, wie zum Beispiel für den Eis, dann sieht es auch schön aus. Oder wie ich oft mache, in diese Müsli-Riegel-Formchen reinmache. Und das mache ich jetzt so, weil in ein, zwei Tagen wird das verbraucht. Und dann ist das viel schneller für mich. Es ist eine kleine Portion. Eventuell kann man auch hier ein bisschen reinmachen und dann die Butter reindrücken. Und wenn ihr dann rausnimmt, dann habt ihr wirklich sehr hübsch. Geht auch. Es geht alles. So. Es sind jetzt 5 Riegel geworden. Jetzt stelle ich das in den Gefrierschrank zum Kaltwerden. Und wenn es das kalt wird, kann ich dann besser rausnehmen und dann in den Backpapier einwickeln und aufbewahren. Und jetzt machen wir auch noch Essig. Den Essig werde ich erstmal aber sieben, weil mein Essig in 2 Jahren hat hier so einen Bodensatz. Ich möchte gerne richtig schön klar haben. Deswegen nehme ich Sieb, nehme ich Mulltuch und siebe durch. Ganz vorsichtig gieße ich ab. Und das ist da, was das unten gebildet ist, Essigmutter. Da sehen Sie, wie so geleeartig ist. Und das kann man jetzt bei dem nächsten Einsatz von dem Essig dazugeben und wird dann Essig viel schneller zubereitet. So, Essig haben wir jetzt. Die Gläschen habe ich jetzt ausgespült und jetzt machen wir weiter. So, schneiden wir das ab. Wir können gleich die ganzen Köpfe
da reinmachen und das auch ein bisschen so verschneiden. Ich nehme von die, welche ich an die Seite gelegt, nur ein bisschen, nicht alles. Sonst wird das zu viel. Ich möchte gerne, dass die rosa Farbe wird im Essig. Die ganz harte Stiele können einfach in die Komposte gehen. Und geben wir alles da rein. Das geht wirklich sehr einfach und schnell. Übergießen dann jetzt mit unserem Essig und lassen wir so mindestens 2 Wochen stehen, richtig schön ziehen. Danach absieben und dann kann man ihn schon genießen. Eventuell kann man auch ein paar Blüten auch drinnen lassen. Das sind ungefähr 200 Gramm. So, fertig. Unser Essig. 2 Wochen jetzt stehen lassen. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig? Haben wir uns ein gesunde Butter gemacht? Ob das zum Grillen oder einfach aufs Brot zum Frühstück? Passt überall. Auch den Essig haben wir uns zubereitet. Und ihr könnt ihn in diesen laufenden 2 Wochen immer wieder mal so ein bisschen schütteln, dass es immer der Bewegung kommt und die besser die Farbe rauskommen. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim was Neues ausprobieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch von den Blüten paar auch euch anfrieren für Winter. Wenn das so kalt ist und alles so grau, so eine schöne, wunderbare Blüten auf den Salat oder irgendwo beim Essen zu dekorieren nehmen, macht irgendwie sogar Laune besser. Ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!